Herzlich willkommen wieder bei uns bei Deutsch Podcast und wir freuen uns riesig, dass ihr auch wieder dabei seid. Wie auch immer, wir haben ein besonderes Thema jedes Mal und dieses Mal geht es um das Geld. Aber bevor wir anfangen, möchte ich meine wunderbare Kollegin und Freundin Sandra vorstellen. Hallo. Und ich bin Virpi. Ja, wir sind ja schon wirklich jetzt seit langem euer Deutsch-Podcast. Und warum können wir das? Wir sind zertifizierte und erfahrene Deutsch-Dozentinnen. Ich habe neulich mal wieder für unsere Website zusammengerechnet, wie viele Stunden Unterrichtserfahrung wir haben. Und das ist mittlerweile schon wirklich viel. Ich weiß nicht, wirklich, wie viel unterrichtest du jetzt in der Woche? Auf wie viele Stunden kommst du? Ja, ich bin schon bei 20 Stunden. Ja, ist bei mir auch etwa 20 Stunden. Naja, dann kannst du nochmal die Vorbereitungszeit dazu rechnen. Genau. Und das uns macht das einfach Spaß. Wir lieben die deutsche Sprache, wir lieben die Grammatik, den Wortschatz und diesen Spaß und diese Freude am Lernen, genau, die möchten wir euch weitergeben. Und vor allem ist diese Ergänzung für uns wunderbar. Ich als Nicht-Muttersprachler bringe ich Sandra etwas bei. Oh ja. Oder wiederum Sandra als Muttersprachlerin kann mir etwas beibringen. Und das ist so eine tolle Ergänzung. Ja. Und das ist auch so, was uns auch immer weiterträgt. Ich denke auch einfach für dich als Hörer oder Hörerin ist das auch einfach das Wertvolle an unserem Podcast, dass du auf der einen Seite natürlich Virpis Perspektive hast. Das heißt, ja, wie ist es, wie jemand wirklich so kommt, die Sprache so perfekt zu beherrschen. Und auf der anderen Seite natürlich meine Sicht als Muttersprachlerin. Und ich glaube, dafür ergänzen wir uns perfekt. Und so ist es. Wir überlegen ja immer so ein bisschen, welche Themen kommen so in Prüfungen dran, auf welche Themen muss man sich vorbereiten, welche Themen sind doch einfach wichtig. Genau. Und da sind wir jetzt auf das Thema Geld gekommen. Zu diesem Thema haben wir auch wie immer ein Arbeitsbuch vorbereitet. Wir werden einen kleinen Dialog sprechen. Virpi stellt uns nachher noch eine berühmte deutsche Persönlichkeit vor. Und auch Grammatikthemen und. Das alles findest du bei Patreon. Das ist unser Premium-Kanal. Für 3 Euro hast du Zugriff auf die Premium-Folgen und 9 Euro bezahlst du, wenn du quasi einmal im Monat ein Arbeitsbuch finden möchtest. Genau. Und die Arbeitsbücher sind auch sehr umfangreich. Und echt mit Liebe gemacht. Genau. Mit viel Übungen und Wortschatz und wie Sandra schon alles gesagt hat. Also diese Arbeitsbücher beinhalten wirklich sinnvolle, tolle Übungen für euch. Genau, aber wie gesagt, wenn du das nicht möchtest, dann hörst du uns jetzt einfach zu. Also Sag ich mal Schluss mit Werbung. Ja. Geht's auch unbezahlte. Endlich unbezahlte Werbung, genau. Und wir starten mit unserem Thema. Wollen wir mit dem Dialog starten? Ja, machen wir. Ja, können wir gerne machen. Genau. Und vielleicht dazu zur Erklärung, wir haben, bei diesen Folgen machen wir es wirklich so, dass eine von uns dann einen Dialog verfasst, damit ihr auch jetzt zum Beispiel in dem Arbeitsbuch auch einfach mal was habt zum Mitlesen, zum Unterstreichen und vielleicht auch zum Nachsprechen und dass wir nicht immer nur spontan sprechen. Ja, deshalb, so ist es. Genau, die Brillen werden gezückt, also für die uns bei YouTube zusehen, wir sind in einem Alter, da braucht man Lesebrillen. Genau. Wie kaufst du eigentlich am liebsten ein? Ich plane gerne meine Besorgungen im Voraus. Einmal in der Woche mache ich einen Großeinkauf. Erstens wird es günstiger. Mhm. Zweitens spare ich auch Zeit. Drittens essen wir bewusster. Aber wie machst du es? Naja, manchmal muss ich noch ein paar Kleinigkeiten besorgen, aber dann verzichte ich auf einen Einkaufswagen. Meistens habe ich nur eine Handvoll Sachen und so gehe ich zur Kasse. Bei dem Großeinkauf habe ich immer eine Einkaufsliste dabei. Das hört sich auch vernünftig an. Früher bin ich oft mit dem leeren Magen zum Einkaufen gegangen. Aber jetzt esse ich etwas vorher, so komme ich nicht in Versuchung, Süßes zu kaufen. Wichtig finde ich auch, dass man immer auf die Referenzmenge achtet. Also was kosten 100 Gramm, 1 Liter oder 10 Stück im Vergleich? Wenn ich Bioprodukte kaufe, achte ich auch auf die Angebote.
Ich kaufe auch gerne regionale Produkte und möglichst unverpackt. Ich habe auch beobachtet, dass wir viel weniger Müll produzieren. Diesen Ansatz finde ich auch wichtig. Seit einer längeren Zeit lege ich auch das Wechselgeld zur Seite und langsam sammelt sich etwas an. Mit diesem eingesparten Geld können wir etwas Schönes unternehmen und sogar einen Kurzurlaub machen. Die Preise sind in vielen Bereichen gestiegen. Auch beim Energieverbrauch kann man eine Menge sparen. Wir benutzen nur LED-Birnen und drehen auch nicht die Heizung im Herbst gleich hoch. Ja, da stimme ich dir zu. Wir ziehen gern einen Pulli an und auch wenn es kälter wird, machen wir die Heizung nicht komplett aus. Wenn die Wohnung auskühlt, verbrauchst du zu viel Energie, um sie wieder warm zu bekommen. Das ist auch ein wichtiger Hinweis. Noch etwas, das Dauerlüften ist auch dementsprechend kontraproduktiv. An dieser Stelle wird das Stoßlüften empfohlen. Wie sparst du eigentlich mit der Kleidung? Also ich gehe auf gar keinen Fall bei jedem Trend mit. Also lieber investiere ich in zeitlose Klassiker. Das finde ich auch. Klassiker sind auch gut kombinierbar und man sieht jeden Tag anders aus. Ich bin auch ein großer Fan von Secondhand. Es gibt so viele schöne Apps. Junge Leute zum Beispiel lieben den Vinted. Ja. Außerdem gibt es auch fast in jeder Stadt mehrere Secondhand-Geschäfte. Selbst in deiner Freizeit kannst du durch einfache Tricks sparen. Es gibt doch auch eine Menge Hobbys, kostenlose Hobbys. Na klar, fast jeder von uns hat ein Brettspiel bzw. ein Gesellschaftsspiel zu Hause. Und viele Städte bieten auch an bestimmten Tagen kostenlosen Eintritt ins Museum an. Du kannst bei schönem Wetter ein Picknick mit Freunden im Park machen. Es wäre wieder wunderbar, Freunde zu treffen, oder? Mir ist auch aufgefallen, dass Kochabende in einem kleinen Kreis sehr beliebt geworden sind. Sei es im Winter in der eigenen Küche oder im Sommer im Garten oder auf der Terrasse. Oh ja, gerade vor wenigen Wochen habe ich 2 Freundinnen zum Kochen eingeladen und wir waren absolut begeistert von dieser Idee. Außerdem schmeckt das Essen in einer guten Gesellschaft viel besser als allein. Das stimmt. Ja, wir haben echt viele Themen angesprochen. Einmal zum Tipp jetzt für diesen Dialog. Lies den zu Hause, beziehungsweise wenn du das Arbeitsbuch nicht hast, dann hör ihn dir nochmal an, sprich vielleicht bestimmte Passagen nach, merke die Redemittel und so kannst du auch mit einem, ja ich sag mal, vorgefertigten Dialog sprechen. Und auch notiert dir einfach Wörter, die du nicht kennst oder die du schon ein paar Mal gehört hast, aber du bist noch nicht so vertraut mit diesen Wörtern. Ja, und Wirbi, ich hätte auf jeden Fall Lust, gerne noch mal so ein paar Themen anzusprechen, die wir jetzt in dem Dialog gehört haben. Tatsächlich auch einmal das Thema Großeinkauf. Wann machst du den Großeinkauf? Hast du einen bestimmten Tag? Eigentlich nicht. Also ich schaue in der Tat, also was wir noch zu Hause zum Essen haben, bevor ich zum Einkaufen fahre. Also ist jetzt nicht so, samstags ist immer der große Einkaufstag. Nein, sondern weil dann ist es ja auch so, dass ich unter der Woche vielleicht weniger brauche oder dann eben mehr. Aber ich möchte also wirklich darauf achten, dass der Kühlschrank und also Obstteller auch leer ist. Ich möchte nicht mehr Also ich möchte einfach nichts wegwerfen. Ich finde das aus zweierlei Gesichtspunkten so wichtig. Natürlich ist es, also es ist reine Geldverschwendung, natürlich jetzt irgendwas wegzuwerfen, finde ich. Aber auch was die Ressourcen angeht. Also mir tut es dann tatsächlich weh, verschimmelten Apfel oder keine Ahnung, neulich habe ich eine Aubergine übersehen im Gemüsefach und die war einfach angeschimmelt, die konnte ich nicht mehr essen. Ja. Und ich finde das dann so traurig, weil man einfach, also wenn du auch diesen Weg dahinter siehst, also was musste passieren, damit diese Aubergine in meinem Gemüsefach landet und sich das so bewusst zu machen. Ja. Und es ist auch, also ich habe letztens im Radio gehört, dass wir ein Drittel unserer Lebensmittel wegwerfen. Das ist irre, ein Drittel, das musst du dir mal vorstellen. Ja, das ist wirklich so was Unglaubliches und ich mache mir also sehr viele Gedanken darüber, was
koche ich, was kann ich noch benutzen. Zum Beispiel, wenn wir trockenes Brot haben, schneiden wir das klein und braten auf der Pfanne und dann haben wir so diese kleinen Croutons für die Suppe, ja, das ist super oder für lecker. Den Salat. Ich habe das auch schon mal bei dir gegessen und ich fand das so toll, weil mir das sogar noch besser geschmeckt hat als diese normalen Croutons, weil ihr ja so ein tolles und leckeres Brot auch habt. Ja, genau. Also das, ich denke, solche Sachen sind auch wichtig, was wir auch angesprochen haben, dass die Lebensmittelpreise auch gestiegen sind. Also ich hoffe, oder wir müssen alle uns deutlich mehr Gedanken machen als früher und es schon aus vieler Hinsicht. Richtig. Genau, ich denke, das eine ist natürlich tatsächlich auch das Geld zu sparen. Mhm. Und es gibt natürlich viele Menschen, nicht nur in Deutschland, denen es natürlich weitaus schlechter geht als Menschen, die hier leben. Und wir sind aufgrund unserer beruflichen Situation natürlich in einer privilegierten Situation. Das heißt, für uns ist vielleicht Geld, das fehlt, ärgerlich. Aber trotzdem können wir uns die Lebensmittel noch leisten, während es andere Menschen gibt, die tatsächlich dann wirklich jetzt rechnen müssen. Ja, das ist auch wahr. Und was ich toll finde, zum Beispiel mit den Lebensmitteln, dass auch Restaurants und Geschäfte auch mitmachen, also mit der App Too Good, Too Good to Go. Das gibt's auch in Deutschland. Ja, ne? Das gibt's in Lübeck auch. Aber es ist nicht nur also das, was wir essen, sondern auch was wir anziehen. Also was kaufen wir? Ist es sinnvoller, dass wir billig produzierte Klamotten oder Kleidungsstücke besorgen oder ist es wichtiger, dass wir seltener was kaufen, aber dann eben hochwertiger? Ja. Oder also Secondhand, was natürlich super ist. Es gibt ja diesen Spruch auch, diesen wer billig kauft, kauft zweimal. Und ich habe das neulich schon wieder so hart zu spüren bekommen. Das war ein technisches Gerät. Ich komme jetzt gerade nicht mehr darauf, was es war. Aber es war auf jeden Fall etwas, was ich gekauft habe und was im Prinzip schon wieder kaputt ist und wo ich mich wirklich geärgert habe und gedacht habe, das gibt's doch nicht. Ich hätte gleich das teurere kaufen sollen. Ja. Also, ach ja, und ich hatte es tatsächlich auch jetzt, weil ich das in der Schule brauche. Ich habe eben ein iPhone und ich möchte gerne mein iPhone mit dem Bildschirm in der Schule verbinden. Ja. Das geht mit HDMI-Kabel. Das iPhone hat natürlich keinen HDMI-Anschluss. Also braucht man einen Adapter. Und dieser Adapter kostet original 60 Euro. Und dann dachte ich, kauf doch jetzt hier nicht für 60 Euro so einen blöden Adapter. Und habe mir dann so einen etwas günstigeren bestellt. Der hat ein halbes Jahr funktioniert, danach war er kaputt. Ach, schade, und dieser Originaladapter und der funktioniert dann tatsächlich jetzt immer. Ich weiß, dass es natürlich gerade bei Apple-Produkten auch nicht alles 100% und toll ist. Und auch man kann natürlich auch darüber sprechen, wie das alles und wo das produziert wird. Das soll jetzt nicht unser Thema sein. Aber insgesamt kann ich wirklich sagen, es lohnt sich zu gucken, wenn man einfach auch das qualitativ Hochwertige kauft. Genau. Also sei es auch, oder Pfannen, Töpfe, also ich glaube, die Gegenstände, die du jeden Tag benutzt. Richtig, genau. Ja. Und dann ist das nochmal die Frage, was uns auch in diesem Jahr noch mehr beschäftigen wird, ist die, wie können wir, oder wie sollen wir mit der Energie umgehen? Ja. Wo können wir da einsparen? Also für mich ist das, also das Erste war, okay, dann ziehe ich noch einen Pullover mehr an oder eine Fleecejacke oder sowas, also das, oder warme Socken, das, ja natürlich, und dann von mir aus, also kann also die Heizung nochmal runtergedreht werden. Ja, also das Gute ist ja, dass wir uns so langsam auf die wärmere Jahreszeit zubewegen, sodass man jetzt auch mal die Heizung ausdrehen kann. Was mit der Energie ja zusammenhängt, also es sind ja im Moment steigen ja nicht nur die also Heizungs-, also Gaspreise, sondern natürlich auch Benzin. Ja. Aber auch da, also muss ich tatsächlich sagen, hat sich mein Verhalten gar nicht so groß geändert, weil ich schon immer überlegt habe, und ich weiß, dass das bei dir auch so ist, ist es jetzt wirklich notwendig, mit dem Auto zu fahren? Richtig, ja. Oder auch wenn du jetzt das Heizen nimmst, wir haben über das Stoßlüften gesprochen, dass das sinnvoller ist. Also auf solche Sachen habe ich tatsächlich schon immer geachtet, weshalb es mir jetzt so schwer fällt, tatsächlich Energie einzusparen, weil ich wirklich beim besten Willen nicht mehr weiß, wo. Also außer ich schalte die Heizung jetzt komplett aus. Aber mehr, also
klar, ne, man kann noch eine Jacke mehr anziehen oder so, aber ja, das werden wir auch dann vielleicht im Herbst spüren bekommen, oder uns dann müssen wir neu uns Gedanken machen, wie wir das machen. Ich glaube, eine gute Idee ist es auch tatsächlich, sich zu überlegen, wie man dann seine Wohnung oder das Haus, in dem man wohnt, so ein bisschen umgestaltet. Also oft ist ja zum Beispiel auch das Wohnzimmer der größte Raum. Ja, in der Wohnung oder im Haus. Und gerade, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich friere zum Beispiel dann relativ schnell, wenn ich abends auf der Couch liege, ein bisschen Fernsehen gucke. Man bewegt sich ja dann auch nicht mehr. Also es ist logisch, dass man dann schneller friert. Mhm. Und vielleicht kann man sich überlegen, ob man einen kleineren Raum zum Fernsehzimmer macht oder den man besser heizen kann und dass dann das große Zimmer mal ein bisschen leerer bleibt, wenn man diese Möglichkeiten hat. Ne? Also muss man ja einfach schauen, wie man in seiner Wohnung aufgestellt ist. Und wie, ob man mal eine Tür zumacht, also zu einem anderen Zimmer, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Man merkt, besonders merke ich auch zu Hause, wenn wir also vor der Außenstür stehen und wir lassen die Tür also Richtung Flur dann offen, dann, ja, man merkt schon, also das ist der Unterschied. Also, Es gibt auch diese, also dass man einfach guckt, dass auch die Türen etwas dichter sind, dass wenn man alte Türen hat, dass man vielleicht was davor legt oder so. Klar, also das sind so Dinge. Kennst du berühmte Personen aus dem deutschsprachigen Raum? Kennst du August Oetker? August Oetker wurde am 6. Januar 1862 als Sohn von August Adolf Oetker und Bertha Oetker geboren. Sein Vater war Bäckermeister, seine Mutter Tochter eines Rechtsanwalts. Nach seinem Abitur im Jahr 1878 machte er eine Lehre zum Apotheker in Stadthagen. Anschließend begannen die Wanderjahre. Danach studierte er an der Universität Freiburg und begann mit seiner Dissertation zum Thema »Zeigt der Pollen in den Unterabteilungen der Pflanzenfamilien charakteristische Unterschiede?« Oetker startete sein Berufsleben und heiratete seine Frau Caroline. 1891 erwarb er eine Apotheke in Bielefeld und betrieb dort sowie in der Bäckerei Müller die Entwicklung eines Backtriebmittels, das ein Gelingen des Gebäcks gewährleisten sollte. Dabei gelang es August Oetker, ein haltbares und geschmacksneutrales Backtreibmittel herzustellen. Ab 1893 füllte Oetker sein Backpulver ab, dem er den Namen Bakin gab, und legte damit den Grundstein für die Oetker-Gruppe, die es noch heute in unveränderter Rezeptur herstellt. Bereits einige Jahre später wurde das Sortiment mit den Original-Puddings erweitert. Der Erfolg dieser ersten Schritte im Verkauf war darauf zurückzuführen, dass August Oetker von Beginn an eine klare Marketingstrategie verfolgte. So wurde den Produkten kostenlose Anwendungsbeispiele und Rezepte beigelegt. Am 10. Januar 1918, nur 4 Tage nach seinem 56. Geburtstag, starb August Oetker. Sein Enkel Rudolf August Oetker übernahm 1947 das Unternehmen. Diesem folgte August Oetker, der Jüngere. Kennst du berühmte Personen aus dem deutschsprachigen Raum? Worüber oder was ich auch spannend finde oder was oder das ich hatte das Thema neulich mit dem Deutschkurs. Und zwar, ich hole ein bisschen aus. Und zwar war die Idee, dass man eben, oder was nicht, die Diskussion war folgende. Wenn jetzt jemand zum Beispiel einen neuen Job hat, dann gibt es durchaus Länder, in denen dann die erste Frage ist, nachdem man von diesem neuen Job erzählt hat, ach, das ist ja super, wie viel verdienst du denn da? Stimmt. Und das wäre in Deutschland ein absolutes No-Go. Mhm. Also es sei denn, meine Eltern fragen mich das. Ja. Aber dass man... Wie ist das? Wie ist das in Finnland, beziehungsweise wie nimmst du das hier wahr? Die Deutschen sprechen nicht über Geld eigentlich. Nein, das tun sie nicht. Und bei uns ist es durchaus üblicher, dass man, also man kann schon locker fragen. Also, aber, und dann eher familiär oder freundschaftlich? Auch oder ist freundschaftlich, das egal? Ja. Ah ja, okay. Ja, genau. Mhm. Also das ist nicht irgendwie ein großes Geheimnis bei uns. Aber aber hier ist es schon so ein Tabuthema. Also es geht überhaupt nicht. Also nee. Ich habe
Also es gibt auch wirklich wenige Leute, mit denen ich über Geld spreche. Mhm. Wobei ich das auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen schade finde, weil man ja dadurch natürlich sich auch austauscht. Vielleicht Richtig. Hat man ja auch mal einen Tipp, wie man, so wie wir das jetzt eben gesagt haben, wo kann man was einsparen. Genau. Oder auch die Gehälter, also auf welchem Niveau sie sind, also könnte man auch durchaus das besprechen. Also ich weiß nicht, ich glaube, da muss nur, also das hängt mit dem Neid zusammen, dass man irgendwie neidisch wird, dass die Person mehr verdient oder wie auch immer. Total also, schade, ja. Ja. Es steht ja auch in manchen Arbeitsverträgen, ne, dass man nicht über sein Geld sprechen darf. Ja. Wahnsinnig. Also das, ja, finde ich auch irre. Ja. Also klar, ne, es gibt andere Verträge, wo du dann nach Tarif bezahlt wirst oder nach einer bestimmten Gehaltsstufe im öffentlichen Dienst zum Beispiel, dann kann man natürlich ausrechnen, was die Person bekommt. Aber ich glaube, dieser, ja, ist es wirklich der Neid? Also ich glaube, wahrscheinlich schon, ne? Ja, also mir fällt nichts anderes ein. Also ich weiß, dass es zum Beispiel immer, wenn die Politiker ihre Diäten erhöhen, also die Diät, nochmal zur Erklärung, ist nicht, dass die Politiker jetzt abnehmen müssen, sondern die Diät ist das sozusagen das Gehalt des Politikers im Bundestag oder der Politikerin. Und meistens ist das eine Debatte, da sind sich fast alle einig, dass dann die Diät angepasst wird, zum Beispiel an die Inflationsrate und so weiter. Mhm. Ist ja auch völlig richtig. Wir brauchen ja ein Parlament, das gut bezahlt wird. Finde ich. Ja, und da ist aber der Neid auch dann groß. Also wenn dann wieder klar ist, was so ein Politiker oder eine Politikerin, die jetzt im Bundestag sitzt, verdient. Mhm. Und das verstehe ich auch irgendwie nicht immer, warum diese Debatte dann so groß ist oft. Also in bestimmten Zeitungen auch. Ja, das ist wahr, aber ich glaube, dass also man braucht immer Schlagzeilen und gerade das Geld, weil es Tabu ist, also verkauft sich gut. Ich glaube auch. Gut, vielleicht habt ihr übrigens Ideen, könnte man noch sparen, dann könnt ihr uns gerne das schreiben in die Kommentare. Ihr findet uns ja schon in vielen Kanälen und zwar natürlich auf Instagram. Wir haben unsere Webseite www.deutsch-podcast.com. Bei Facebook sind wir sind Patreon darfst du natürlich. Genau, haben wir auch schon erwähnt am Anfang. Und was habe ich vergessen? Wir haben eine ganz tolle Premium-Folge bei Patreon für euch aufgenommen. Mhm. Wir haben jetzt wirklich sehr vernünftig über Geld gesprochen. Ja. Also wie wir sparen, wie wir unseren Großeinkauf planen und dass wir natürlich nur für vernünftige Sachen Geld ausgeben. Wir können euch jetzt schon verraten, das ist eine ganz schön große, eine Lüge ist es nicht, aber wir haben nicht die ganze Wahrheit gesagt. Und wir haben euch im Premium-Kanal ein Video dazu aufgenommen und haben euch unsere drei schlimmsten Dinge genannt, also wirklich die unsinnigsten Dinge, für die wir jemals Geld ausgegeben haben. Auch das passiert. Ja, und, oder ist passiert. Ja, und ich finde die Geschichten ganz witzig auch und vielleicht findet ihr euch da ja auch so ein bisschen wieder. Und wie gesagt, das aber im Premium-Kanal und bis bald. Bis bald. Tschüss. Shoppen zu gehen. Ich glaube, ich möchte lieber etwas sparen. Ja, ich war ganz stolz auf mich, dass ich heute ich wollte eigentlich zum Einkaufen gehen und dann habe ich gedacht, nee, wir haben so viele Sachen noch. Also es sind nicht viele Sachen, aber ich habe gedacht, daraus muss ich was machen. Ich habe diese tolle Minestrone-Suppe gemacht und die Familie war begeistert. Also. Und die besten Dinge oder die besten Rezepte sind ja eigentlich sogenannte Resteessen. Ja. Eintöpfe, selbst Pizza. Ja. Also, wo du einfach Reste zusammenschmeißt und wer weiß, was wir Tolles kreieren. Morgen gibt's bei uns Pizza. Yummy.